Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger. Ich arbeite für die Deutsche Telekom und ich stehe hier auf einem Parkplatz mit WC direkt an der A10, also am Berliner Ring. Zum World Cleanup Day möchte ich hier mal in die Gebüsche. Aus Erfahrung weiß ich, dass es da ziemlich dreckig ist. Ja, meine Frau würde mich heute Abend kerschern, wenn sie das wüsste. Auf jeden Fall ist es notwendig, da mal aufzuräumen. Allein ein Taschentuch beispielsweise braucht 5 Jahre, damit es sich zersetzt, dass es aufgelöst wird. Also eine unglaubliche Verschmutzung. Trotz WCs sind hier die Büsche voll. Also, wenn es irgendwas gibt, was eklig ist, ja, dann die Grünstreifen bei Raststätten an der Autobahn. Wenn du hier in den Büschen stehst, du findest hier alles: Papier, Glas, Plastik, Fäkalien. Kickt euch das mal an hier. Wa? Vom Feinsten. Ich frag mich, was ist in den Köpfen los hier? Hier um die Ecke gibt es gleich einen Mülleimer. Hier, keine 2 Meter entfernt hier. Da ist der Mülleimer. Unglaublich, oder? Unglaublich. Das räume ich jetzt auf. Hier in den Büschen liegen Tonnen von Abfällen. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt nur eine Stunde in den Büschen verbracht, das reicht mir auch. Ich habe 8 Eimer gesammelt und die in die Mülleimer, die hier überall stehen, diese roten Dinger da, reingepackt. Unglaublich. Ich weiß nicht, was die Menschen sich hier denken, die hier in die Büsche gehen. Es ist unglaublich. Und vielleicht hilft jetzt der World Klima Day, ein bisschen mehr Sensibilität zu fördern. Freunde, wenn ihr müsst, ja, geht auf ein öffentliches WC. Ist nicht immer schön, okay, wartet bis zu Hause. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das Wildpinkeln und Wildfäkalien hier verstreuen ist keine gute Idee. Und dann dazu noch Glas und Plastik und sonstigen Abfall. Noch nicht mal geredet, ich habe den ganzen Kippen hier rumliegen. Ist auch eine Katastrophe. Freunde, die Welt ist dreckig und nur wir können sie sauber machen.